Hüter, Carlos Truppen haben ihren Stützpunkt schneller wieder aufgebaut, als wir angenommen haben. Mein Vater stellte die Mittel für den Wiederaufbau, aber für die Übertragung ist ein Psion verantwortlich. Wir müssen wissen, wer hinter dieser Operation steckt, Hüter. Nach dem Vorfall mit Osiris nimmt die Vorhut psychische Kriegsführung äußerst ernst. Wir können uns nicht ewig auf die Hilfe von Tekkiens und Spleißern verlassen. Es muss schwer für euch sein, zu sehen, wie sich die Kanonen der Kabale gegen ihre Erbauer wenden. Kabale sind bei solchen Dingen nicht sentimental. Im Krieg ist alles entbehrlich. Vorsicht, Hüter. Wir haben soeben einen Befehl für ein Bombardement aus dem Orbit auf deine Position abgefangen. Carlos hat immense Ressourcen für den Wiederaufbau ausgegeben. Aber er würde alles opfern, um seine Kollaborateure geheim zu halten. Und ich sind nicht oft einer Meinung. Aber sie dachte, du könntest etwas mehr Feuerkraft gebrauchen. Und ausnahmsweise stimme ich zu. Die Schwarze Flotte ist bereits im Vorteil. Wir versuchen nur aufzuholen. Wenn sie meine Psions überzeugen können, in Scharen überzulaufen, dann sucht ihre Kunst der psychischen Kriegsführung ihresgleichen. Ich kann nicht glauben, dass Carlos die Frechheit besitzt, seine schmierigen Finger wieder in unsere Angelegenheiten zu stecken. Lass uns diese Witzfiguren aus der Stadt jagen. In den Wiederaufbau dieser Transmitter gesteckt. Alles, um meine Herrschaft zu untergraben. Sein Engagement für diese Anlage bereitet mir Sorgen. Die Allianz zwischen Carlos und unserem mysteriösen Psion ist stärker, als ich vermutet hatte.
Kabale riesige Kanonen durch den Verlust von ein paar Psions auszuschalten. Es ist ebenso typisch für uns, dass wir einen ganzen Stützpunkt wieder aufbauen, ohne dass die Vorhut es merkt. Die ganzen Truppen her. Sind das alles Überläufer? Manche, nicht alle. Wenn die Leviathan Verstärkung erhalten hat, dann könnte das Klonprojekt meines Vaters der Grund für ihre Anzahl sein. Thank you.
Das sind also Kallus Anhänger. Verräter und Propagandisten für die Schwarze Flotte. Schalte sie aus, Hüter. Enttarne ihren Kommandanten. Letzte Botschaft zeigt eine Gewalttat. Ich sehe mich selbst.
Es ist das gescheiterte Attentat auf Commander Zavala. Durch die Augen des Attentäters. Die Erinnerung an seinen Tod. Er stürzt sich auf Commander Zavala und ich spüre seine Überraschung, als eure Krähe sich ihm in den Weg stellt. Er ist hilflos, als ich ihn hochhebe. Oh, wie er mich fürchtet. Ich werfe ihn zu Boden. Seine Wirbelsäule bricht. Seine Organe zerbersten. Panik und Verwirrung, als sein Leben entweicht. Das Letzte, was er sieht, sind Commander Zavala und ich, die über ihm stehen. Zusammen. Nur ein einziger Psion, der noch am Leben ist, würde über solch intime Kenntnisse verfügen. Die Verräterin Jirix. Ausgezeichnete Arbeit, Hüter. Deine Operation hat uns unseren wahren Feind gezeigt. Die neueste Übertragung verrät ihre Quelle. Es ist das Werk der Rebellin Jirix und ihrer Enklave. Sie steckten hinter dem Mordanschlag auf Commander Zavala. Außerdem ist sie im Besitz einer lichtunterdrückenden Technologie, die auf Informationen basiert, die sie aus euren Waffenschmieden gestohlen hat. Wenn das der Fall ist, dann war ihr Bündnis mit Kallus und der Schwarzen Flotte unausweichlich.